Aber Leute, wer freut sich auf heute Abend für den Dev Talk? Denn heute Abend geht es um Physical Inventory. Da bin ich mal gespannt. Ne? Bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen wollen, wo man dann, wenn sie das wirklich jetzt reinbringen, wo man dann seine Sachen überall storen kann. Seine 25 NBDs und seine 5 Quantum Drives oder sonst was und wo, ne? Ne? Oder wie weit sie mit den Schiffen sind. Für Handfeuerwaffen machen, oder? Für Handfeuerwaffen werden sie vielleicht erstmal nur machen. Ja, ja, aber die Frage ist dann, ne? Da müssen sie aber auch das irgendwo machen, auch wenn Handfeuerwaffen sind. Kann man die jetzt auch sicher auf allen Schiffen storen, dass sie da draufbleiben und so, ne? Was ist das? Zum Beispiel die Valkyrie hat auch Waffenslots bei jedem Sitz, ne? Kann sie einfach nicht nutzen, funktionieren nicht. Ne, das sind halt solche Sachen. Bin mal gespannt, ob sie das heute Abend auch sagen. Ja, wir bringen jetzt also bald, aber wir haben das andere auch schon hinterher gemacht. Dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, Sachen zu verstauen irgendwo oder die Spins zu benutzen, wo man Medipens reinwerfen kann und dort wieder rausnehmen und so, ne? Bin ich mal gespannt. Die ganzen Teile lagere ich dann in meinem persönlichen Hangar. Ja, der Hartley, nur dein Hangar ist irgendwo 32 Millionen Kilometer weiter weg, ne? Und du so losgeflogen im Schiff, ne? Schiff hätte Platz für auch genügend Sachen. Scheiße, nicht mitgenommen. Hab keinen Platz im Schiff. Ja, beim Climbing sind die Waffen dann weg. Das ist klar, Skyly. Aber ne, das ist ja das, was wir uns immer vor Augen führen müssen. Claimen, was bis jetzt Standard war, ist in Zukunft nicht Standard. Claimen ist in Zukunft Ausnahme. Das muss man ja auch im Kopf behalten. Claimen, und das ist das, was viele denken, ja, ich claim mal. Nein, claimen ist in Zukunft eine Ausnahme, weil da kommt automatisch eure Versicherung ins Spiel, wenn ihr claimt, ne? Und also das Trinken ist lassen halt ist ja schon persistent. Kannst ja schon Büchsen und Flaschen alles hier drauf lassen. Ja. Bleibt alles da. Genau, aber die Medpens etc. und solche Sachen nicht, ne? Das ist halt. Ja. Ne? Oder halt Magazine storen irgendwo und so weiter. Waffen storen. Doch, Waffen geht schon, aber Magazine nicht und so. Kriegt dann so einen Spind noch. Hat da fast jedes Schiff auch so einen Spind. Genau, und die müssen ja funktionieren dann, ne? Genau. Ich werde einfach bis jetzt ja noch nicht den Mannschaftsraum vollmüllen. Genau. So, wo dürfen wir landen? Ich werde einfach über Lorville schwimmen und das einfach dort drüber auskippen. Oder funktioniert wie dein Inventar. Du kommst auf das Schiff und das Schiff hat ein Inventar, ein eigenes Inventar. Dann packst du es einfach nur rüber. Beim Kampfschiff wird Claimen aber leider stets bleiben. Nein, Zukunft auch nicht. Zukunft ist wirklich so, dass du guckst, wo du deine Schiffe landest, auch hinfliegst etc. und so. Ne? Es ist halt das, man gewöhnt sich halt jetzt am Anfang sich Sachen an, die nachher nicht mehr sind. Das ist halt gefährlich, muss man aufpassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wieder persönliche Inventar läuft. So eine schwarzen Boxen. Ja, und halt das, was man Platz hat in den Taschen und fertig, ne? Da. Gelandet. So, ich komm wieder gerade auf den Server. Ah, okay. So, aus. Und nee, wieder anschalten. Ne, wir schalten wieder an. Ich kann alle Schiffe claimen, bevor es nicht mehr geht. Wir schalten an, weil wir tanken nochmal alles hier. Also als Trader dann in jedem System eine C2 an der Station haben und uff, das wird teuer. Ja, ne, Kilburn? Lust auf eine Runde SC heute Abend? Sorry, ich habe leider keine 2 Wochen Urlaub aktuell. Die Startvorbereitung brauchen ja alleine schon 2 Tage. Ja, Zang, das ist auch etwas. Das haben wir schon vor einem Jahr mal diskutiert in der alten Orke auch, ne? Wo es darum ging, ja, große Schiffe haben etc. Nö, dann machen wir so. Da muss man auch sich im Klaren sein, wenn man ein Event plant, ne, und sagt, hey, wir wollen die Vendul angreifen, das Kingship von den Vendul mal knacken. Könnt ihr euch da vorstellen, was das für ein
Du blöde Sau, Argo, lab hier nicht voll, wenn ich am Labern bin. So. Könnt ihr vorstellen, wie lange das an Vorbereitungszeit braucht, bis ihr mal all eure Schiffe, eure Flottille irgendwo von A nach B rübergebracht habt, mit Zwischentanken, Auftanken, Aufmunitionieren, Laberbar, blablabla, bipapa, ne? Dann müsst ihr vorher schon Supportschiffe vorbringen, die dort warten, die euch wieder betanken können, weiter und so weiter, ne? Für den Kampf selber dann, ne? Eine Außenstation irgendwo finden, wo ihr dann vorgelagert die Ersatzschiffe habt, dass wenn eins kaputt geht, und ihr wieder bei euren Supportschiffen aufwacht, dort dann natürlich auch wieder weggehen könnt, das nächste große Schiff holen könnt und so weiter, Nachschubförderung haben. Das ist ja nicht etwas so, hey, wir spielen mal 2 Stunden an einem Abend. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. I don't think so. Und das sind Sachen, die muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten. Es ist kein schnelles Spiel. Es ist kein schnelles Spiel. Es ist jetzt schon kein schnelles Spiel, es wird auch nachher kein schnelles Spiel sein, es wird sogar noch ein langsameres Spiel werden, Star Citizen. Das ist so. Ne? Also stellt euch darauf ein, das Spiel wird langsamer werden. Nicht mit Laufen, Fliegen oder so, aber vom Spielprinzip her, bis man etwas erreicht oder macht. Ne? Die Zeiten ändern sich. Habe ich einen Helm auf? Ja. Ich find's gut, wird halt nochmal gefühlt irgendwie größer alles dann nochmal. Ja, klar, also da musst du auch Entscheidungen treffen. Fliege ich jetzt von A nach B? Macht das Sinn? Mach ich da auch Kohle mit? Oder ist es ein Weg, den ich nicht fliege, weil es überhaupt nichts bringt? Ne? Also da fängt man dann an, ganz anders zu denken. Es kommt drauf an, lohnt sich der Weg, weil da hinten ein lukrativer Auftrag liegt und ich mache wahrscheinlich kein dickes Plus, aber hab zumindest meine Spritkosten raus. So eine Sache musst du halt irgendwann überlegen. Ne? Genau. Und auch, ne, gehen wir mit Freunden oder nicht Freunden etc. Weißt du, was sind wir alle hier drin? Die Lampe bleibt. Achso, das ist ja schon am Mittagessen, ne? Da wird automatisch gestort. 4 Stunden Flug, um in 30 Sekunden abgeschossen zu werden. I'm gonna love it. Genau, Zang. Ne, und da muss man halt wirklich dann Hirnschmalz anstrengen. Weil es ist auch nicht so, wie jetzt, jeder greift jeden an, irgendwo, wo einer sieht, wenn man stirbt, scheißegal, Claim, bla bla bi, bla blu, bla bla. Das wird später nicht so sein. Selbst die, die nur Kampf machen die ganze Zeit, ne? Ihr müsst mal gucken, wie schnell das passieren kann, dass die ganzen Hardcore-Kampfpiloten plötzlich auch zu Händlern werden und Minern, ne? Ja, es muss ja finanziert werden. Weil es erstmal muss es finanziert werden und zweitens mal kämpfen, ne, mit Sterbemöglichkeit und Permadeath-Möglichkeit kann teuer werden. Nicht mit UEC meine ich, sondern mit eurer Spielzeit, die ihr investiert habt, um etwas zu erreichen, ne, wie vor allem die Reputations und alles. Wenn ihr die verliert, ne, dann denkt ihr, naja, was aber schon sein kann, dass es trotzdem Leute gibt, die sagen, hey, ich spezialisiere mich mit meinen Kampfschiffen komplett auf den Begleitschutz. Dass es Orgas klar gibt oder eine Truppe gibt, die sagen, wir sagen oder wir stellen uns hin und bieten unsere Dienste an, dafür gibt ihr uns so und so viel Prozent von dem Verkauf, Einkauf. Also, das ist klar, aber du hast ja selber eine Reputation, wo du machst gegenüber den NPC-Gilden. Ne? Ja. Und da, auch da, wenn du da Begleitschutz machst und so, spielst du auch jedes Mal dein Leben aufs Spiel, was gefährlich sein kann. Also ja, auch die überlegen sich, wo biete ich meine Dienste an und wo nicht. Ne? Welche Routen sind das? Wohin will der Händler hinfliegen? Was, der will dorthin? Das ist ja Selbstmord. Nee, da helfe ich sicher nicht mit. Ne? Oder solche Sachen. Einen extrem heftigen Aufpreis. Oder halt so, genau. Ja, dass die sagen, hey, wir haben hier 2 Gunships und nehmen 2 Fighter oder sowas mit. Du bringst die und die Ware dorthin, das heißt, wir kriegen 50% vom Gewinn. Oh, du willst dahin? Oh, das macht dann 50-60%, also 70% oder sowas vom Gewinn. Das wäre schon extrem heftig, aber das wird es auch geben. Und es wird auch genug Leute sein, die sagen, hey, ich möchte jetzt einfach nur ein paar Runden traden. Ja, ich nehme die Dienste gerne mit, weil dann mache ich zwar keine 300k den Abend, aber zumindest 150, 180 oder sowas. Mhm. Also einfach nur spekulativ halt, ne? Ja, ist klar.
Herzlich willkommen bei der Spielerschaft, die sich nicht darum kümmert und Suicide Fighting betreibt, nur dich abzuschießen. Ja, das wird es auch immer geben, das ist klar, Zang. Ne? Hi. Das wird es auch immer geben. Aber die kleinen Jäger werden auch die großen Schiffe nicht mehr alleine runterholen können, oder? Sondern auch müssen sich koordiniert, genauso wie die Händler und Miner. Das ist klar, ne? Weil bis jetzt ist es so, auch wenn du ein großes Schiff hast, wie eine Idris, ne? Jetzt hat ja momentan ja alles einen Lebensbalken. Ne, im Moment hat ja alles einen Lebensbalken irgendwo. Und wir wissen, wenn der Lebensbalken ca. zwischen 30 und 35 erreicht hat, ist es kritisch, Prozent, ne, Prozentsatz, weil ab dann ist die Explosionsmöglichkeit da. Je nach Schiff variiert das ein bisschen, ne? Aber wir haben das schon ein paar Mal getestet, Zang und ich haben das schon mit etlichen Schiffen getestet. Zwischen 30, 35 Prozent, ab und zu schwankt es ein bisschen, ist die Explosionsmöglichkeit da. Später ist das nicht mehr so, da gibt es keinen Lebensbalken beim Schiff. Da kannst du Schiffe wirklich durchlöchern bis zum geht nicht mehr und die explodieren nicht. Ne? Das ist dann das Physical Damage Grid, wo dann alles reinkommt. Da kannst du wirklich die Schiffe so kaputt schießen, dass du sie dann auch boarden kannst. Zurzeit ist ja Boarding ein Hirngespinst. Ne? Weil du kannst die Schiffe momentan nicht gezielt so kaputt schießen, dass sie nicht mehr flugfähig sind, damit du boarden kannst. Denn die explodieren vorher. Und das ist ja bis jetzt, ne? Aber in Zukunft ist es wirklich so, da kannst du Löcher durch die Schiffe schießen, bis die inneren Leitungen getroffen werden. Die inneren Verteilerknoten, Relais etc., weiß ich was, und so weiter, Rohre, wo dann Probleme gibt. Und das ist ja das, was Dan auch schon dort, Dan Truffin das gezeigt hat, mit dem ganzen Energiemanagement, wenn das getroffen wird, da muss ein Ingenieur hin, das Auswechseln machen, Rerouting und so. Und das war nur das Energy-Management. Da kommen noch ganz andere Sachen rein, ne? Auch Luftversorgungsmanagement ist ja auch dann da, wenn das Feuer sich ausbreitet, weil Luft drin ist, wo ihr abschotten müsst, dann das Löschen etc., damit man wieder rein kann und so weiter. Ne? Also vor allem bei großen Schiffen ist das dann recht interessant. Das sind ja alles solche Sachen. Auch stehe ich hier im Eingang im Weg und kommt keiner rein. Entschuldigung. Ist die Frage, soll ich noch zu euch herkommen oder bleibt ihr da jetzt? Also, oder kommt ihr zurück? Ich muss jetzt erstmal den Auftrag geben hier. Ich habe gerade am Labern nebenbei und erklären. Deshalb verzögert sich das ein bisschen. Engineering wird ja auch sehr interessant, ne? Wie sie da Zeit haben, wie auf der Hammerhead dann Bypässe legen muss, wenn irgendwelche Bereiche ausfallen. Genau, das ist genau das, was ich ja erklärt habe jetzt, ne? Das ist genau das. Aber das ist ja nur das Power-Management. Es kommen noch ganz andere Management-Sachen rein, ne? Also Engineering wird ein eigener, sehr, sehr, sehr anspruchsvoller Teil werden in Star Citizen. Nicht wie in anderen Spielen, der Engineer, Hammer in der Hand, gehst hin, fertig. Da ist ein kleiner Loch. Fertig. Ne? Das wird hier ganz anders sein. Also die Engineers hier haben wirklich eine Aufgabe, die erfüllend sein wird, sage ich mal. Und keine Zeit haben, Fenster rauszugucken. Oh, wie sieht der Kampf da draußen aus? Der sieht aber schön aus. Nee, ich glaube nicht, dass die Engineers da Zeit haben dafür.